passiert? Noch nichts erbrochen? Okay, jetzt mal nur die Fülle. Fast. Perfekt. Hallo, hört ihr mich? Schön. Dann noch ein letzter Schritt. Und wir sind da, wo wir angelangt sind. Ich schaue in den Spiegel und sehe ein Bild. Bloße Reflexionen des Lichts auf glatten, kalten Schein. Nichts außer ein einfaches Spiegelbild, oder? Spieglein, Spieglein an der Wand. Ach, fick drauf! Das Sichtbare bleibt das Sichtbare, auch wenn ich davonlauf. Aber kann ich überhaupt noch in den Spiegel schauen? Mich selbst darin betrachten, ohne beim bloßen Anblick einen Brechreiz zu bekommen? Ich sehe mich selbst durch Glas und Rahmen, schön gemacht mit einem lächelnden Gesicht. Zu Ausdruck starre ich dem Bild meiner selbst in die Augen und könnte bei einer derartigen Seelenlosigkeit kotzen. Informiert und wissend über das, was rundherum geschieht. Schau mich an, wenn ich mit dir rede! Du bist die Person, die sich selbst größer denkt. Du denkst immer, du wärst gut, gütig, nett oder hilfsbereit. Glaubst, du würdest keinen Unterschied zwischen schwarz, weiß, gay oder hetero machen. Du denkst, dass du ein Paradebeispiel für die Menschheit bist, weil du glaubst, dass du nachhaltig lebst, obwohl du es sowieso nicht tust. Du sprichst immer vor den Menschen, wie wichtig es ist, auf die Umwelt zu achten und was man ja alles dafür machen könnte. Und doch bist du der eine, der den glühenden Zigarettenstummel auf den Boden fallen lässt. Du sagst immer laut, dass man alle Menschen gleich behandeln, jeden Menschen genauso wie den anderen anschauen sollte. Du sagst, wir müssen den Menschen helfen, die nichts mehr haben, da wir ja eh genug, wenn nicht sogar zu viel haben. Und doch gehst du an der Straße mit geradem Blick voraus, herzlos am Bettler vorbei, der dir einen gesegneten Tag wünscht und vor dir niederkniet. Wie kannst du eigentlich noch in den Spiegel schauen? Davon reden, wie schlecht es dem Großteil der Menschen geht, um in der Schale Popcorn am Abend eine Serie auf Netflix binge-watchen. Du weißt, wo Hilfe gebraucht oder Meinungen und Rechte zertrampelt werden. Regst dich auf, aber machst nichts. Nicht nur in Afrika verhungern Menschen, sondern auch vor deiner Tür. Und bis sich nicht die Leichen in deinem eigenen Heim stapeln, kümmert es dich nicht. In Istanbul werden Frauenrechtsbewegungen mit Tränengas und Wasserwerfern aufgelöst. Aber in Amerika können Nazis frei mit der Hakenkreuzflagge Heil Hitler rufen durch die Straßen für Gleichberechtigung für Faschisten ziehen. Und du regst dich vor deinem Bildschirm auf, schreibst wütende Hater-Kommentare unter Videos, um zu zeigen, wie scheiße es doch ist. Beschwerst dich darüber in der Klasse und machst aber gar nichts. Du gehörst nicht zu den Menschen, die wirklich handeln, sich in eises Kälte, in den Regen stellen oder stundenlang mit der Tastatur all ihre Netzwerke mobilisieren für die Menschheit. Für dich scherst du einen kritischen Beitrag auf deiner Pinnwand, erntest dafür ein paar Likes und fühlst dich gut, weil alle denken, dass du etwas gemacht hast. Aber die, die wirklich etwas machen, werden nicht beim Namen genannt. Sie stehen dort und kämpfen mit der gefährlichsten Waffe der Menschheit. Sie kämpfen mit dem Wort, 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 Wort. Kannst du noch in den Spiegel schauen und dein Spiegelbild betrachten? Danke.